So, dann herzlich willkommen zum letzten Teil von Softwarearchitektur im Stream heute von der OP. Und zu Gast habe ich Susanne Braun. Und Susanne Braun arbeitet zum Thema Eventual Consistency. Und Konsistenz ist ein Thema und Transaktion ist ein Thema, was ich ja vor kurzem auch bei Softwarearchitektur im Stream diskutiert habe. Deswegen freue ich mich besonders, Sie begrüßen zu dürfen. Susanne, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin 39 Jahre, bin von Haus aus Diplom-Informatikerin, komme aus Kaiserslautern, habe da auch Informatik studiert und mich da auch schon damals sehr intensiv mit Datentransaktionen und solchen Geschichten beschäftigt. Wir haben ja an der Uni Kaiserslautern den Theo Herder, der hat irgendwie in den 80ern die ACID-Transaktion erfunden. Da war das schon immer ein Thema, was mich umgetrieben hat. Ich habe dann auch mein Projekt und Diplomarbeiten so da gemacht, war dann nach dem Studium aber gut 5 Jahre in der Industrie, unter anderem bei Capgemini SD&M, habe da Software entwickelt, unter anderem für die Telekom und so. Und wollte dann aber irgendwann doch noch, also das mit der Promotion hat mich nicht mehr so ganz losgelassen, auch nicht das mit den Daten. Und ich hatte dann Glück, dann gab es am Fraunhofer IESE in Kaiserslautern eine Ausschreibung für Softwarearchitekten mit Berufserfahrung und bin dahin und promoviere jetzt sozusagen auf diesem Thema. Ja, super. Und da stellt sich ja jetzt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt Eventual Consistency? Also das ist ja so ein bisschen das Thema von dem Vortrag. Was ist das überhaupt? Ja, das ist erstmal gar nicht so einfach, das zu definieren. Es gibt da sehr unterschiedliche Definitionen davon. Es gab jetzt vor kurzem auch wieder so einen interessanten Blogpost von Pat Halland. Der hat unter anderem DynamoDB mitentwickelt. Also der sollte eigentlich wissen, was Eventual Consistency ist. Also wirklich so, es gibt in den verschiedenen Communities, ob es jetzt Datenbanken, verteilte Systeme oder auch Softwarearchitektur betrifft, unterschiedliche Definitionen tatsächlich davon. Ursprünglich hat es der Doug Terry erfunden. Und zwar geht es hierbei zunächst mal, das ist wichtig, um Replikation. Das heißt, ich habe Daten und übers Netzwerk verteilt verschiedene Kopien dieser Daten. Und der hat jetzt eben in Abgrenzung zu starker Konsistenz, also starke Konsistenz bedeutet ja, dass wann immer ich ein Datum anfrage, ich den aktuellsten Wert bekomme, also von der letzten Update-Operation. Ich sage, Eventual Consistency ist jetzt eben was anderes. Und da geht es, das sind die Replikate die meiste Zeit eigentlich nicht konsistent, sind unterschiedlich, aber sie konvergieren aufeinander zu. Ja? Und spätestens dann, wenn es keine Update-Operation mehr gibt, dann über kurz oder lang haben sie alle den identischen Zustand. Genau, und der Terry hat vor kurzem auch nochmal gesagt, er hätte das eigentlich Eventual Convergence nennen müssen und nicht Eventual Consistency. Genau, und das Interessante ist jetzt vielleicht auch, dass im Software-Architekturbereich wird es nochmal anders verwendet. Ne? Also da ist mehr so das Thema jetzt gerade auch im Kontext von vielleicht Microservice-Architekturen oder Domain-Driven Design, dass man sein System in Bounded Kontexte zerlegt. Da hat man eigene Modelle, eigene Datenhaltungen. Und dann hat man eine Änderung, die andere Änderungen nach sich zieht in anderen Bounded Kontexten. Und die möchte man auch nur asynchron propagieren. Und das versteht man da dann unter Eventual Consistency. Und ja, das ist halt spannend, weil ist eigentlich sowas wie globale Transaktionen sind, was man da dann gerne hätte in dem Zusammenhang. Und das bedeutet eben, dass man dann sozusagen schlussendlich konsistent ist an der Stelle. Das führt zu der Frage, also du sagst ja, man soll irgendwie keine Angst davor haben. Warum sollte ich denn dann Angst davor haben, wäre ja die umgekehrte Frage. Also wieso ist das ein Problem für mich? Ja, also es ist eigentlich wie immer, es kommt drauf an, ne? Warum sollte ich davor Angst haben? Naja, also Eventual Consistency, das macht natürlich erstmal nur Sinn im verteilten System. Ne? Wenn ich Verteilung habe, habe ich immer auch Nebenläufigkeit. Ich habe verschiedene Systeme, auf denen passiert gleichzeitig irgendwas und ich habe keine zentrale Instanz mehr, die das irgendwie koordiniert. Also die ist erstmal nicht da. Wenn ich auf nur einem Server bin, da gleichzeitig dieselben Daten irgendwie anfasse, im Hauptspeicher beispielsweise, kann ich einen Log da irgendwie setzen oder so. Das heißt, ich kann das an einer Stelle synchronisieren, was da passiert. Und das kann ich im verteilten System nicht mehr so ohne weiteres tun. Das heißt, ich habe da Nebenläufigkeitsthemen, um die ich mich kümmern muss, zunächst mal. Und Nebenläufigkeitskontrolle ist eigentlich immer Brainfuck, ne? Und jetzt habe ich hier halt eigentlich Brainfuck auch noch im verteilten System. Deswegen sollte man schon einen gewissen Respekt davor haben.
In den meisten Fällen ist es dann jetzt aber doch gar nicht so schlimm, wie es vielleicht erstmal klingt. Man muss sich halt genau anschauen, welche Daten habe ich, wie oft werden die geupdatet, wo werden die geupdatet und solche Geschichten. Richtig herausfordernd ist es immer dann, wenn ich Daten repliziere und ich die überall updaten möchte. Ja. Und da hat in den 90ern schon der Jim Cray, das ist ein ganz bekannter Datenbankforscher, der auch einen Turing Award bekommen hat, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass wenn du Daten replizierst, dann kannst du keine One-Copy-Serializability haben, also Asset-Transaktionen mit Serialisierbarkeit, das skaliert nicht. Ja. Also der einzige Fall, der mir bekannt ist, wo das irgendwie gelungen ist, ist die Datenbank, die Google entwickelt hat, Spanner. Die haben eigentlich mit dieser Datenbank quasi auch das CAP-Theorem ein Stück weit besiegt, kann man sagen. Ne? Spanner wird ja als effektiv AP-System gehandelt, also hochverfügbar und kann Netzwerkpartitionen ab. Wenn man aber anschaut, wie dieses System implementiert ist, dann wird man sehen, dass es tatsächlich ein CP-System ist, also stark konsistent und kann Netzwerkpartitionen ab. Ne? Jetzt die Frage, warum ist es trotzdem hochverfügbar? Das liegt daran, weil Google alles aufgefahren hat, was hardwaremäßig so geht. Ne? Also unter anderem läuft diese Datenbank über einem Google-eigenen Wide Area Network, nicht über das Internet. Und wenn man jetzt Transaktionen implementieren will mit Snapshot Isolation, so wie die das gemacht haben, brauchst du sehr genaue Zeitstempel im verteilten System. Da wird dann mit Atomuhren und so Sachen gearbeitet. Sie haben alles aufgefahren, was da geht. Und der Eric Brewer hat dazu auch ein Paper geschrieben. Wenn Spanner über das normale Internet laufen würde, hätte man diese Verfügbarkeit nicht. Ja, das ist ein ganz spannendes Projekt. Ich hatte das irgendwie auch gehört, dass sie irgendwie für einen Rack oder sowas dann jeweils eine Atomuhr haben, was ich irgendwie auch eine sehr interessante Geschichte fand an der Stelle. Aber das führt eigentlich zu der nächsten Frage. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei Spanner ist, aber ich kann ja jetzt, also du hattest vorhin DynamoDB genannt, von das gibt es ja, also das gibt es ja tatsächlich als Produkt von Oracle, Quatsch, von Amazon. Das heißt, ich kann dir jetzt einfach sagen, ich benutze halt diese Infrastruktur und dadurch ist das Problem gelöst. Also ich sage halt, diese schwierigen Probleme über Replikation und so weiter, das ist etwas, was eben ein Anbieter von einer NoSQL-Datenbank oder von einer Cloud-Datenbank für mich löst. Genau, Warum? also klar, die bieten da eine gewisse Unterstützung. Erstmal muss man da sehr genau hinschauen, bietet die Datenbank überhaupt Transaktionen? DynamoDB hat am Anfang nur gesagt, wir sind nur eventually consistent. Ja, also manchmal gibt es da gar keinen Transaktionsbegriff. Und wenn, dann ist es oft stark anders als das, was wir von relationalen Datenbanken gewöhnt sind. Das ist das eine. Das andere ist, wenn es dann doch mal den Fall gibt, dass es eben so eine Netzwerkpartition gibt und ich von einem Datensatz plötzlich zwei Versionen habe, dann sagt die Datenbank einfach nur, okay, da ist jetzt eine Partition gewesen, es gibt jetzt zwei Versionen, also da gab es einen Schreibkonflikt und dann musst du als Entwickler, kriegst diese zwei Versionen und du musst dann als Entwickler eine Merge-Funktion implementieren, sozusagen. Und dann ausrechnen, wie jetzt der korrekte gemergte Datensatz auszusehen hat. Und das Problem ist, dass das häufig, also du kannst Beispiele zeigen, mit denen du zeigen kannst, dass das gar nicht möglich ist, nur mit diesen zwei Versionen zu entscheiden, was jetzt der korrekte Datensatz wäre. Und das muss man sich halt im Fall dann immer überlegen. Da gibt es auch dokumentiert, wie Amazon das macht mit der Shopping Cart, gibt es ein Paper von dem Werner Vogels dazu und so. Aber im Grunde genommen, also man kann damit leben, es ist aber ziemlich ätzend, würde ich mal sagen. Ne? Immer diese Merge-Algorithmen da zu entwickeln. Und da wird auch dran geforscht. Also ganz bekanntes Beispiel sind ja Conflict-Free Replicated Data Types. Das sind Datentypen, die repliziert sind, die mir bestimmte Update-Operationen bieten und die auch dann mit so einer Merge-Funktion direkt mitkommen. Das Problem ist aber, ich muss dann halt das nehmen, was dieser Datentyp mir zur Verfügung stellt und ich kann nicht meine ganze Domäne nur mit diesen CRDTs da irgendwie implementieren. Und selbst so eine Merge-Funktion zu schreiben, ist sehr anspruchsvoll. Also das ist schon mathematisch sehr korrekt. Das muss irgendwie so eine kommutative Merge-Funktion sein, die eine kleinste obere Schranke aller Konfliktoperationen ist. Das wird der Standardentwickler jetzt nicht programmieren. Ne? Aber das sollte eigentlich das Ziel sein. Also wie kann ich denn Operationen designen, vielleicht auch Business-Operationen, sodass die nebenläufig und konfliktfrei ablaufen können?
Und da gibt es auch schon erste Ansätze aus der Forschung, unter anderem aus den 90ern mit Multilevel Serializability und aber auch das, was Pat Tallent macht, der ja auch einer der Leute ist, die DynamoDB mitgebaut haben. Der hat ACID 2.0 empfohlen und hat gesagt, Operationen müssen kommutativ, assoziativ und idempotent sein. Ist jetzt spannend, allerdings ist nicht so einfach, jetzt Operationen zu implementieren und zu designen, die kommutativ sind, ne? Also das ist halt auch so was, diese Beispiele, die dann immer in den Papern verwendet werden, sind natürlich sehr einfach. Da wird immer irgendwas mit Addition oder Subtraktion genommen, wie eine Überweisung. Das ist natürlich alles kommutativ, assoziativ und so weiter. Also kommutativ, dass ich eben die Reihenfolge ändern kann und assoziativ, dass ich sehen, ja, was eigentlich genau. Assoziativ bedeutet im Endeffekt auch, dass du wie so eine Art Clustering machen kannst. Also Okay. wenn du Operation 1 hast und Operation 2 und 3 und dann könntest du 2 und 3 zuerst machen und 2 und 3 dann auf 1 anwenden und umgekehrt. Also ich Okay. kann es auch nochmal auflegen. Genau, und das sind dann eben massive sozusagen fachliche Einschränkungen an der Stelle. Eine Möglichkeit, würde ich jetzt vermuten, damit umzugehen und zu sagen, ich löse das Problem einfach, ist, dass ich sage, es gibt nur ein System, ein Leader und dann habe ich irgendwelche Follower, die halt die Daten bekommen, aber ich habe irgendwie so ein System, das eben tatsächlich den richtigen Datenbestand sozusagen hat. Und die anderen haben vielleicht irgendwie noch Replikas, aber werden halt nicht geschrieben. Ist das nicht eine Möglichkeit, damit umzugehen? Also kann ich nicht damit das Problem Ja, einfach lösen? also wenn man diesen Weg gehen kann, dann würde ich den auf jeden Fall immer empfehlen. In der Datenbankwelt nennt man das Primärkopie, ja, oder auch Master Slave, wobei Master Slave vielleicht nicht so ein schöner Begriff ist. Also wenn man seine Anwendung so schneiden kann, dass man tatsächlich nur ein Replikat hat, was schreiben muss und die anderen müssen nur lesen, dann würde ich diesen Weg immer empfehlen. Also wir haben jetzt bei Fraunhofer relativ viele Projekte gemacht, auch mit so einem großen Landmaschinenhersteller. Da ging es darum, mobile Anwendungen zu entwickeln, die auch auf dem Feld funktionieren müssen, offline-fähig sein müssen. Und da funktioniert es dann halt nicht mehr, ne? Da habe ich halt ganz viele Replikate auf mobilen Endgeräten und da werden auch überall Updates gefahren. Genau, weil wir ja nicht 5G bis zur letzten Milchkanne haben wollen. Ja, Und genau, also das bedeutet also, dass de facto eben an einigen Stellen man dann eben doch Offline- und Georeplikation und sowas eben an diesen Stellen braucht. Deine Arbeit ist jetzt, sich aus Domain-Driven Design da Ideen rauszuholen und das anzuwenden. Kannst du das näher erläutern, wie du jetzt dieses Problem attackierst und was der Inhalt deiner Forschung ist an der Stelle? genau, also bei mir geht es darum, also einmal diesen Ansatz, den ich vorhin schon skizziert habe, wie kann man denn fachliche Domänenlogik so implementieren und designen, dass sie nebenläufig und konfliktfrei ablaufen kann. Da glaube ich, dass Kommutativität in der Praxis schwer zu erreichen ist und da entwickle ich andere Ansätze und Ideen, wie man das hinbekommen kann und das dann natürlich auch nochmal in Kombination mit einem technischen Framework, was bestimmte Sachen eben mitliefert. Und dann kann ich meine Geschäftslogik so implementieren bis zu einem gewissen Grad, dass die auch gleichzeitig auf verschiedenen Replikaten ablaufen kann und dann auch wieder sozusagen reconciliated werden kann, ohne dass ich da als Entwickler komplizierte Merge-Algorithmen entwickeln muss. Das ist der eine Ansatz. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann kann ich mir immer noch anschauen, was habe ich denn für Daten in meinem System? Und ich kann dann den einen oder anderen Trick machen, auch bei der Datenmodellierung, der dann dazu führt, dass ich weniger Angriffsfläche für Konflikte biete, sozusagen, ne? Also ein ganz wichtiges Ding, haben wir heute auch schon in der einen Keynote gehört, ist natürlich Immutability. Das heißt, wenn ich irgendwie, sei es jetzt fachlich motiviert oder auch vielleicht einfach nur technisch umgesetzt, mit Immutability arbeiten kann, ist das immer sehr gut, weil dann kann ich auch keine Konflikte haben. Genauso ist es mit Daten, die ich nur einmal inserte und nicht aktualisiere, also so Append-Only-Daten. Insert ist nie im Konflikt mit irgendwas. Das sind so Tricks und da habe ich verschiedene Best Practices erarbeitet, basierend auch auf einer Klassifikation. Also wir schauen halt auch, was für Daten habe ich typischerweise im System und was haben die für Eigenschaften. Ja, es sind die immutable und weitere Eigenschaften. Und damit kann man dann sehr konkret halt eben arbeiten. Und es bietet bis zu einem gewissen Grad auch Unterstützung dabei, wie man seine Aggregate schneiden kann.
Okay, das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du eigentlich gerade zwei Ansätze skizziert. Also einmal diese Geschichte, dass ich keine Merge-Operation und nicht kommutativ vorgehe. Oder kannst du da näher drauf eingehen oder ist das ein Ergebnis von einem ge besonders geschickten Schnitt der Daten? Nee, ich kann da näher drauf eingehen. Ich kann das auch gerne noch mal kurz auflegen, wenn es vielleicht dann einfacher zu verstehen ist. Wäre auf jeden Fall, das ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Wir haben ja ein visuelles Medium. Das können wir dann auch an der Stelle ausnutzen. So, jetzt müsste man etwas sehen. Man sieht jetzt erstmal hier das, was der Pat Hallon vorgeschlagen hatte, ne? Also er hat gesagt, assoziativ, kommutativ und idempotent ist, glaube ich, in der Praxis relativ schwer umzusetzen. Und man kann sich jetzt überlegen, was zeichnet denn so eine kommutative Operation aus oder warum ist die so von Vorteil an der Stelle? Und das liegt zum Teil darin begründet, dass ich bei den meisten kommutativen Operationen wie Counterinkremente oder so etwas, dass ich zuerst quasi die Daten, die ich aktualisieren will, lese und auswerte und basierend auf dem, was ich gelesen habe, einen neuen Wert berechne. Dadurch kommt es dann nicht zu Lost Updates, wenn ich diese Updates im verteilten System propagiere und dann nacheinander ausführe während der Reconciliation. Und genau, wenn man sich das jetzt anschaut, zum Beispiel sowas wie ein List Append, das ist eine inkrementelle Operation, aber sie ist nicht kommutativ. Das heißt, mein Ziel ist es eher zu sagen, ich versuche inkrementelle Operationen zu entwickeln und habe ein Framework unten drunter, was mir meine Operation in eine globale Reihenfolge bringt, sodass ich keine Kommutativität mehr brauche. Das ist dann der Ansatz an der Stelle. Genau, this depend ist nicht, deswegen nicht kommutativ, weil wer als Letzter kommt, ist immer als Letzter in der Liste. Also wäre halt möglicherweise ein Ausweg, dass man eine Menge benutzt statt eine Liste an der Stelle. Wenn das die Fachlichkeit zulässt, könnte man das auch machen, weil Sätze natürlich an der Stelle viel besser, ja. Also da habe ich so ein Insert ist kommutativ, ja. Es kommt halt wirklich drauf an, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie mein Backlog habe in einer priorisierten Reihenfolge, ist die Reihenfolge halt wichtig. Wenn ich Text habe, ist die Reihenfolge wichtig. Kommt immer drauf an, was ich halt für Daten habe dann an der Stelle. Und deine Aber das mit dem Aussage Bild ist ist, auf jeden Fall. genau, deine Aussage ist, dass eben für die relevanten Fachlichkeiten eigentlich die Kommutativität nicht wirklich umsetzbar ist. Das hattest du ja vorhin gesagt, dass das eben in den Papers dann immer so triviale Beispiele drin sind und dass das eben uns fachlich eigentlich nicht weiterhilft. Ja, absolut, genau. Gut, und du schlägst jetzt vor, da anders vorzugehen, also oder was ist da die Idee? Genau, also eine Idee wäre, dass man Operationen inkrementell designt. Dann brauche ich keine Kommutativität. Da kann ich wesentlich mehr Beispiele finden für Operationen, die inkrementell sind. Und Kommutativität brauche ich nicht mehr, weil das mir das Framework abnimmt. Also das Problem, was ich ja habe bei so einer Replikation oder auch wenn ich jetzt Operationen Events propagiere, dass die unter Umständen auf verschiedenen Replikaten in einer verschiedenen Reihenfolge ankommen. Und wenn ich die dann einfach nur so anwende in der Reihenfolge, in der die kommen und meine Operationen nicht kommutativ sind, dann habe ich die Konvergenzeigenschaft von Eventual Consistency verloren. Weil dann habe ich irgendwann auf allen Replikaten einen anderen Zustand. Wenn ich aber ein Framework habe, was mir dafür sorgt, dass die Operationen überall in der gleichen Reihenfolge ausgeführt werden, auf jedem Replikat, brauche ich keine Kommutativität mehr. Dann reicht mir das nur, dass die Operation keine Lost Updates produziert. Okay, und so ein Framework entwickelt ihr jetzt tatsächlich gerade? Genau. Genau. Als Java-Framework oder was macht ihr da? Aktuell ist Java geplant. Weil es einfach auch die Sprache ist, mit der ich am meisten klarkomme. Und um jetzt mal so einen Prototypen zu entwickeln, ist es, denke ich, der geeignete Mittel der Wahl. Ich arbeite da auch mit der Annette Bien-User zusammen. Die hat sehr viel an CRDTs geforscht. Das ist halt auch eine Idee, CRDTs zu integrieren für bestimmte Datentypen, wo es eben Sinn macht, wie zum Beispiel Text. Ja. Da gibt es schon sehr gute CRDTs. Und genau, das wird auch Genau, magst du ein das Teil nochmal meiner kurz Arbeit sein. erklären mit den CRDTs? Ja, was es ist genau? Ja, genau, also das Akronym auflösen. Ja, Moment.
Genau, also wie gesagt, CRTTs sind halt so Datentypen, die bieten mir bestimmte Update-Operationen an. Es gibt zum Beispiel CRTTs für Sets, für Counter oder auch für Text. Viel mehr Sachen gibt es da noch nicht, die in der Praxis funktionieren. Und da ist es halt eben so, dass die immer mit so einer kommutativen Merge-Funktion mitkommen. Und das ist jetzt halt alles super mathematisch und auch hat viel mit Algebra zu tun. Ja? Also die ist einmal kommutativ und so eine kleinste obere Schranke der Operationen, die in Konflikt sind. Und um das jetzt so ein bisschen intuitiv zu erklären, benutze ich immer dieses Amazon Shopping Cart Beispiel, was ja auch der Werner Vogels der irgendwann mal beschrieben hat. Also wenn Amazon einen Konflikt hat auf seiner Shopping Cart, ja, es gibt zwei Versionen davon, weil es eine Netzwerkpartition gab, dann geht Amazon hin und bildet einfach die Obermenge davon. Also vereinigt beide Bestellungen sozusagen. Und diese Vereinigungsmenge ist jetzt intuitiv erklärt quasi so eine kleinste obere Schranke. Ne? Und genau, und das ist auch nicht korrekt, was die da machen. Also es kann halt sein, dadurch, dass ich diese Obermenge bilde, dass halt Sachen, die ich als Nutzer schon mal gelöscht hatte, wieder von der Shopping Cart, dass die plötzlich wieder da sind. Das ist aber, nimmt Amazon in Kauf, weil für Amazon wäre es viel schlimmer, wenn der Shopping Cart Service nicht verfügbar wäre, da würden die viel mehr Geld verlieren, ja. Und der Nutzer schaut eh noch mal auf die Bestellung drauf, bevor er auf Kaufen klickt. Und außerdem kann man auch mal was stornieren. Okay, was also Und es ist auch bedeutet, dass ich vollkommen. dort einen fachlichen Constraint sozusagen ausnutze, um eben dafür zu sorgen, dass ich dort nicht die harten technischen Probleme sozusagen lösen muss an der Stelle. Okay, da ist auch gerade eine Frage von dem Alex Held auf Twitch und der fragt, also dieses Framework, über das du vorhin gesprochen hast, ist das Open Source? Ja, also es gibt dieses Framework noch nicht. Also wir sind gerade dabei, es läuft jetzt noch so eine andere Studie, wo wir auch noch mehr Anforderungen ableiten, was das Framework dann konkret können soll. Es ist aber geplant, das Open Source zu machen. Es gibt auch schon ein GitHub Repository dafür. Und in diesem GitHub Repository finden sich auch jetzt schon so erste Guidelines, wie man seine Daten modellieren könnte oder auch wie man eben genau zu diesen kompatiblen Operationen kommt. Und das kann man sich jetzt schon anschauen und es ist quasi Work in Progress. Und in meinem Vortrag zeige ich das auf jeden Fall auch, was da die URL ist. Aber ich denke mal, wir können es im Nachgang auch noch zur Verfügung stellen, oder? Ja, genau, das können wir auf jeden Fall. Alex fragt auch gerade nach dem Link, also das können wir auf jeden Fall dann auch nochmal in die Shownotes und auf die Webseite bringen an der Stelle. Weil, genau, das ist also die Sache, die da sozusagen rauskommt. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, es gibt also so eine, ich weiß nicht, so eine Hilfe eigentlich, die jetzt sagt, wie man konkret damit umgehen kann, die so auf Domain-Driven Design basiert ist. Magst du darüber noch etwas sagen, was da der Stand ist und was die Idee ist an der Stelle? Ja, sehr gerne. Also was wir da halt gemacht haben, wir haben verschiedene Projekte durchgeführt, wo wir replizieren mussten, einfach um unsere Qualitätsziele zu erreichen. Und wir haben bei den Projekten geschaut, naja, was habe ich denn da typischerweise eigentlich für Daten? Und wir haben festgestellt, im Grunde genommen gibt es so verschiedene Datentypen, ja, also Arten von Daten, die relevant sind, wenn ich jetzt irgendwie Daten repliziere und mit schwacher Konsistenz arbeite. Und da ist ein wichtiger Punkt natürlich, sind diese Daten überhaupt mutable, ja? Also wenn die immutable sind, dann sind die natürlich besonders gutartig, ja. Per Talent nennt die Observed Aggregates, weil es Daten sind oder Fakten, die im System auftauchen, ja, und die ich beobachte und einfach nur speichere, lange speichere auch unter Umständen. Also das, was man typischerweise auch unter Events versteht oder Domain-Events im Event-Sourcing. Das können aber auch alle möglichen anderen, jetzt gerade im Kontext von Industrie 4.0, ja, irgendwelche Zeitreihen sein, ja, irgendwelche Rohdaten, die ich dann in Machine Learning-Algorithmus reingebe und sowas, ne? Also alles Daten, wo es fachlich erstmal keinen Grund gibt, dass die sich irgendwann nochmal ändern sollten. Als nächstes kann ich mich fragen, okay, also jetzt das Aggregat ist mutable oder die Daten sind veränderlich. Aber führe ich auf diesen Daten, muss ich darauf unbedingt In-Place-Updates ausführen oder nicht? Ja? Es kann nämlich sein, dass ich bestimmte Daten einfach regelmäßig berechnen kann oder ableiten kann aus anderen Daten. Also es ist auch so ähnlich wie im Endeffekt wie das, was CQRS und Event Sourcing macht.
indem es aus dem Write-Model ein Read-Model generiert oder so. Das sind Dinge, die sind sehr verwandt. Aber grundsätzlich kann ich mich fragen, geht das? Ja? Und das sind dann so, sogenannte Derived Aggregates, also alle möglichen Daten, die ich einfach ad hoc berechnen kann, also aggregierte Daten, KPIs. Das kann aber auch in Social Media meine Newsfeed-Timeline sein. Ja? Das wird alles dynamisch berechnet. Oder auch irgendwelche Recommendations, die aus Machine Learning-Modellen rausfallen. Aber genau, ist das tatsächlich inhärent in dem fachlichen Problem? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konto habe, was ja so ein bisschen Klassiker ist, kann ich ja das Konto entweder so modellieren, dass ich mich hinstelle und sage, das hat eben einen bestimmten Stand, oder ich sage, ich berechne den Zustand jetzt ad hoc über die Umsätze. Und im letzteren Fall wäre es ja ein Derived Aggregate und in dem anderen Fall wäre es irgendwas anderes. Und das sind ja zwei Modellierungsvarianten, die ich habe. Also es ist ja fachlich dasselbe, aber es sind unterschiedliche Modellierungsvarianten. Ich glaube tatsächlich, dass ganz oft diese zweite Variante mit dem Derived, sogar das ist eigentlich das, was es fachlich ist. Ja? Mhm. Und wir machen ganz oft diese Denormalisierung und wir brauchen nur diese eine Wahrheit und wir müssen jederzeit wissen, was diese eine Wahrheit ist und so weiter. Ne? Und also dieses Beispiel, was du genannt hast, ist halt so prädestiniert, wo du sagen kannst, eigentlich wird es in der Realität so gar nicht gemacht. Es gibt nur Buchungen, ja. Und diese Buchungen sind immutable. Und wenn da mal eine Fehlbuchung gemacht wurde, dann gibt es eine korrigierende Buchung. Deswegen glaube ich, dass das tatsächlich ein gutes Beispiel ist, wo sogar fachlich es richtiger wäre, es als Derived und Observed Aggregates zu modellieren und nicht als ein Aggregat, was quasi schon den berechneten Zustand immer enthält und wo ich auf diesen berechneten Zustand Updates mache. Genau, also eben jetzt gerade nicht so zu bauen, dass ich halt sage, das Konto hat eben einen bestimmten Stand und der Kontostand ändert sich halt über die Zeit, sondern dass ich das eben sozusagen aus den Überweisungen berechne. Ein anderes Beispiel, nur by the way, was mir da halt irgendwie mal über den Weg gelaufen ist, ist eine Bestellung. Also eine Bestellung ist so, dass ich sie am Anfang anlege, dann füge ich irgendwelche Waren hinzu und dann wird sie halt irgendwann losgeschickt und dann wird sie halt storniert und weiß der Teufel was. Und das sind so ein paar Sachen, die halt sozusagen passieren und ich kann tatsächlich irgendwie, also es sind ja auch nicht so wahnsinnig viele, kann ich eben ad hoc den Stand draus berechnen und auch da kann man jetzt diskutieren, ob das fachlich richtiger ist. Ich will es eigentlich gar nicht diskutieren, das müsste man dann eben mit Fachexperten diskutieren, das bin nicht ich. So, und du sagst also, wenn ich diese Modellierung habe, habe ich dann eben anschließend den Vorteil, dass ich bei so einem verteilten System da leichteres Spiel habe. Genau, also einfach, weil ich keine In-Place-Updates habe und damit auch keine Konflikte. Mhm. Aber das geht natürlich nicht immer. Ne? Das sind jetzt halt nur diese trivialen Aggregate. Man kann es nicht immer so modellieren und wie du auch sagst, manchmal macht es fachlich keinen Sinn. Ne? Und das sind dann halt eben Aggregate, die nicht trivial sind und da muss man sich dann halt anschauen, wie oft werden die denn eigentlich geupdatet? Wie wahrscheinlich ist überhaupt, dass gleichzeitig ein Update passiert? Und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass es zu so einem Konflikt und zu einer potenziellen Anomalie kommt? Und ganz oft ist es vielleicht so, dass es nur sehr selten passiert und ich es dann in Kauf nehme und ich halt lieber haben möchte, dass mein System hoch verfügbar ist. Aber man sollte da halt eine wohlfundierte Entscheidung treffen, meiner Ansicht nach, und sich das genau halt anschauen. Ne? Also ja, oder man, also interessant finde ich das halt auch mit dem Shopping Cart, nicht? Also das ist ja eigentlich sehr, was du von Amazon gesagt hast, das ist ja eigentlich das Ausnutzen eines diffizilen fachlichen Faktums, nämlich dass halt Sachen, die halt im Shopping Cart nicht gelöscht werden, fachlich sozusagen akzeptabel sind. Worüber man irgendwie ja lange Zeit diskutieren könnte, ob es tatsächlich so ist und wo man irgendwie als Techniker vielleicht eine entgegengesetzte Meinung hat, weil man sich irgendwie hinstellt und hat Thesen aufstellt, die halt irgendwie sagen, naja, also wenn da halt Amazon Sachen aus dem Shopping-Cart nicht entfernt, das ist irgendwie komisch, das muss besser gehen. Aber nicht, dass ich das dann entsprechend ausnutze. Gut, aber du sagst jetzt also, ich kann die Fachlichkeiten dann entsprechend aufstrukturieren. Da sind drei Kriterien, wenn ich es richtig sehe. Du meinst jetzt hier bei der Folie, die ich gerade habe? Genau. Also die Aussage hier ist, dass ich halt schaue, was für Aggregate gibt es oder Datenarten gibt es sonst noch. Und das mache ich im Wesentlichen daran fest,
Wie oft werden die aktualisiert und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass es zu einer Nebenläufigkeitsanomalie kommt? Ja? Und dann muss ich mir im zweiten Schritt halt anschauen, okay, wenn es da jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, was sind dann die Konsequenzen? Und wenn ich das irgendwie beheben muss, gegebenenfalls manuell, wie viel kostet mich das? Und was bedeutet das für mein Business? Ja? Also wenn ich da ab und zu mal so eine manuelle Korrektur machen muss, ist es vielleicht für mich weniger teuer, als wie wenn mein System nicht mehr verfügbar ist. Also das ist einfach nur ein Instrument, um halt da nichts zu übersehen an der Stelle, um einfach nur mal genau zu schauen, was für Daten habe ich, wie wahrscheinlich ist es, dass da was passieren kann und was mache ich dann doch im Fall, wenn es mal einen Konflikt gibt, dass ich dafür einfach einen Plan habe und nicht einfach da irgendwelche einfach nur Lost Updates passieren. Und das passiert ja dann auch meistens nicht, wenn ich das System teste, sondern wenn zum ersten Mal richtig Last auf das System kommt. Nur dann habe ich zum ersten Mal wirklich viele parallele Zugriff und dann passieren diese Konflikte. Und dann ist es natürlich in der Situation super schwer nachzuvollziehen, was ist da überhaupt passiert. Ich muss es dann irgendwie debuggen. Ich kann es noch nicht mal gescheit debuggen, weil ich es nicht gescheit reproduzieren kann. Ja? Deswegen finde ich, sollte man sich halt, ist halt immer besser, sich vorher damit zu beschäftigen und sich das zu überlegen, was man da hat und wie man damit umgeht, als wie da einfach irgendwas zu machen und zu denken, es wird schon nichts Schlimmes passieren. Interessante Sache. Ich weiß nicht, was du jetzt indirekt gesagt hast, ist, dass man tatsächlich sowas eigentlich gar nicht wirklich im Vorhinein, also sozusagen außerhalb der Produktion herausfinden kann, ob man diese Probleme hat. Das heißt, man muss da mit Thesen arbeiten und sich das halt sozusagen überlegen am Tisch. Ist das so? Also gibt es dann Werkzeuge oder gibt es keine Werkzeuge? Wie ist da der Stand? Weißt du das zufällig? Du meinst, wie ich jetzt gezielt solche potenziellen Nebenläufigkeitsfehler testen kann? Ja, genau, weil du sagtest ja, dass ich das ja Also, letztendlich in Produktion erst ad hoc sozusagen merke. mir ist da, um ehrlich zu sein, nichts bekannt. Es ist jetzt aber nicht auch mein Hauptfokus, wo ich jetzt intensiv recherchiert hätte. Also, wenn ich sowas testen wollte, habe ich wirklich immer irgendwie irgendwelche Tests mir geschrieben mit irgendwelchen Threads, die irgendwelche parallelen Nutzer irgendwie simuliert haben. Und es war dann meistens aber auch mit JUnit schon nicht so einfach, weil das, glaube ich, erstmal auch nur davon ausgeht, dass nur ein Thread da ist oder so. Also das finde ich grundsätzlich, bin ich da nicht ganz up to date, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das wäre was, was man die Sandra Pasig mal fragen könnte. Ich glaube, die kennt sich das sehr gut aus. Aber es bedeutet eben, dass ich letztendlich da an sozusagen über Thesen eben mich ransetzen muss und dann irgendwie überlegen muss, was ein Impact ist, um da auf jeden Fall vorbereitet zu sein an der Stelle. Genau, super. Was gibt es noch dazu zu sagen zu diesem Thema? Du hast auch, glaube ich, diese Guideline, von der wir bereits kurz gesprochen haben. Ist die eigentlich schon verfügbar oder kommt die demnächst raus? Und was steht da? Also da steht das, was wir gerade diskutiert haben, glaube ich, dann irgendwie nochmal expliziter und detaillierter drin. Wie ist da der Stand? Genau, also da gibt es eine erste Version tatsächlich im GitHub Repository. Du hast ja auch nochmal Feedback dazu gegeben. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal iterieren die kommenden Tage. Da findet man diese Datenklassifikation, aber auch erstes so Patterns, die wir empfehlen bei der Datenmodellierung, also auch gerade jetzt beim Aggregatschnitt. Können wir gerne auch später nochmal reinschauen. Das ist der eine Bereich, also Datenmodellierung. Der andere Bereich, Operationen. Wie kann ich Operationen möglichst kompatibel hinbekommen, wenn ich nicht mit Kommutativität arbeiten möchte an der Stelle? Genau, und dadurch hat man dann sozusagen an der Stelle weniger Angst, hoffentlich davor, mit Eventual Consistency sich herumzuschlagen an der Stelle. Und das passt ja irgendwie auch gut zu diesem Domain-Driven Design, an der halt dazu Genau, gehört. ja. Also was ich auch noch interessant finde, ist halt, wenn man sich das anschaut, also ja, das ist jetzt nicht empirisch evaluiert oder so, diese Folie, aber man kann sich halt mal überlegen, welche Datenarten, trivial, nicht trivial, in welchen Systemen kommen die denn typischerweise vor. Und ich behaupte halt mal, in diesen traditionellen Informationssystemen hat man sehr viele eher von diesen nicht trivialen Aggregaten. Und da benutzen wir ja auch traditionell sehr viele Asset-Datenbanken oder so. Es scheint vielleicht nicht ganz unbegründet dann auch an der Stelle. Und wenn ich mir jetzt irgendwie anschaue, sowas wie Social Media oder auch wie auch das Beispiel mit der Shopping Cart, was oft gebracht wird, da behaupte ich, hat man eher diese trivialen Aggregate. Ja? Also sehr viel Daten, die ganz selten aktualisiert werden oder nur von einem Updater geupdatet werden oder sogar immutable sind. Ja?
Und da hat man ganz oft auch Eventual Consistency. Und also ich behaupte halt, in Zukunft werden wir halt Systeme bauen. Es geht immer mehr in Richtung Machine Learning, Big Data. Ich glaube, da werden wir alle diese verschiedenen Datenarten haben. Und deswegen muss man da auch sehr viel situativer agieren und halt schauen, was habe ich da genau und was brauche ich da. Also genau, gerade sowas wie Big Data und Machine Learning ist ein guter Hinweis, will ja anders damit umgehen, will ja die Sachen eigentlich nur im Wesentlichen lesen, um damit daraus irgendwie Modelle zu entwerfen und eben nicht jetzt irgendwie weitere Buchungen auf dem Konto machen oder sowas. Führt mich eigentlich zu der anderen Frage, also wir hatten es vorhin diskutiert, man kann sowas wie ein Konto eben unterschiedlich modellieren. Das, was du jetzt sagst, ist, traditionelle Enterprise-Systeme neigen dazu, eben diese nicht trivialen Aggregate zu haben, die halt irgendwie schwer nebenläufig darstellbar sind. Ist da vielleicht die Modellierung da auch ein Problem? Also dass man eben dadurch, dass man Asset-Transaktionen hat, dass man eben diese ganzen Möglichkeiten hat in den traditionellen Systemen, deswegen eher in diese Richtung modelliert und dass es sozusagen vielleicht gar nicht so fachimmanent ist? Das kann schon sein. Also ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, also dass das sehr technisch geprägt ist, wie wir unsere Daten modellieren. Ja? Also diese ganze Normalisierung aus der Datenbanklehre und so, das ist alles sehr technisch motiviert. Also oder auch diese Sache, ich brauche diese eine Wahrheit, ja, und diesen einen konsistenten Zustand. Ja, brauche ich den wirklich? Ich weiß nicht, bin mir da gar nicht so sicher. Meistens brauche ich den, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube, das hat halt oft auch dazu geführt, dass wir die Systeme dann so gebaut haben im Endeffekt, ne? Ja. Also ich habe das selber auch in der Praxis dann gemerkt, dass ich da manchmal irgendwie dann damit gekämpft habe, ja? Wenn ich was entwickelt habe und es dann so machen wollte, wie das da empfohlen war, habe ich manchmal gemerkt, das irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und also genauso auch mit den Transaction Isolation Levels, ist ja auch was in der Praxis nicht gut verstanden ist, ja. Die meisten setzen es einfach auf Read Committed. Und da werden das Updates unterbunden, aber das war es dann auch. Also da gibt es ja sogar Attacken, also diese Acid Rain Attacks, die du dann fahren kannst, weil Leute das falsche Isolation Level eingestellt haben und kannst dann, weiß ich nicht, die haben dann da so Webshops untersucht und du konntest sogar irgendwie Sachen stehlen dann quasi aus dem Webshop, nur über diese Acid-Attacken, Acid Rain Attacks. Diese Transaktionsisolation, das bedeutet dann, dass ich die Asset-Isolation irgendwie auflöse und das, sagst du, ist jetzt irgendwie auch tatsächlich etwas, also das wird sozusagen implizit an vielen Stellen gemacht oder ohne, dass man es halt tatsächlich mitbekommt. Ist das so? Das auch, Aussage? Ja. Hm? Ja, das auch. Also erstmal, also wie gesagt, Isolation Level, selbst im schwächsten Level verhindern Lost Updates, das ist schon mal ziemlich gut. Ne? Und also wir beobachten das halt auch jetzt, oder wir haben das jetzt auch in unserer Studie halt festgestellt, dass viele jetzt aber auch bei diesen NoSQL-Datenbanken sich darauf verlassen, dass die Datenbank das schon machen wird, irgendwie, ja, mit dem seriellen Zugriff und so. Und das ist halt ganz oft einfach nicht so. Ja. Gleichzeitig hat niemand das so richtig verstanden, was es eigentlich bedeutet. Man stellt da irgendwas ein, hat auch unterschiedliche Empfehlungen. Die einen sagen, ja, es muss immer serializable sein, dass nur ja nichts passieren kann. Die anderen sagen, serializable, da geht mir eine Performance in die Knie, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Wir implementieren die Logs dann doch lieber im Java. Also auch damit, so ein Themenbereich. Ja. Was ja eigentlich wieder dasselbe Thema ist, nicht? Also du sagst eigentlich, dass man irgendwie fachlich da drauf gucken muss und sich dann halt überlegen muss, was sozusagen akzeptabel ist und nicht, also möglicherweise serializable eben das, was halt notwendig ist. Das heißt, die Klassifikation, die du vorschlägst, ist wahrscheinlich irgendwie generell nützlich und sinnvoll. Also nicht nur für Verteilung, sondern eben auch, damit man irgendwie erstmal versteht, was die Transaktionen bestimmen und dass eben oft die Asset-Transaktionen eben gerade nicht Asset sind, weil man eben den Isolation-Level nicht richtig gewählt hat. Genau. Super, das hört sich halt nach einer ganzen Menge sehr praktischer und guter Hinweise an. Da bin ich auch gespannt an der Stelle. Ich überlege noch, ich schaue noch mal kurz, ob es hier sozusagen Fragen gibt, sonst sind wir eigentlich ein bisschen sozusagen am Ende der Zeit angekommen. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du loswerden willst? Also wir haben schon hingewiesen auf das GitHub-Repository, das werden wir auch in die Shownotes entsprechend reinbauen. Gibt es noch mehr Dinge, noch mehr Hinweise?
Da muss man Also sie ich finde vergessen zu super, wenn, fragen. ja, nee, also ich finde super, wenn es da vielleicht irgendwie sowas wie eine Community geben könnte, sich die Leute das auch anschauen und auch Feedback geben oder so. Das wird mir auf jeden Fall in meiner Forschung auch nochmal helfen an der Stelle. Wie gesagt, wir werden das ganze Ding Open Source entwickeln. Also wer da Interesse hat, könnte natürlich da auch mitentwickeln an der Stelle. Genau. Genau, super. Dann vielen Dank für die Einblicke und für die für die interessanten Diskussionen und auch schön, dass du dieses sehr praktische Projekt da angehst, was, glaube ich, eine ganze Menge Sachen eben tatsächlich hilfreich erschlägt. Und damit haben wir den Tag heute dann auch tatsächlich beendet. Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, Susanne, und bis Gerne. morgen an der Stelle.